Servus Leute, was geht? Willkommen auf dem Kanal zurück, ja Freunde. Wir reagieren heute auf Elif und Katja Kasachwitze mit Highway und dazu noch Luna. Das ist die Live-Akustik-Version. Bin sehr gespannt. Ich habe ja schon auf den Song reagiert und der hat mich so geflasht, so mitgenommen. Und ich dachte mir, wir reagieren einfach mal auf die Live-Session. Die Kamera ist ein bisschen schief. Egal, legen wir los. Los geht's jetzt. Katja hat einfach mal wieder die Haare anders. Also, die hat gefühlt die Haare alle 2 Wochen anders. Oder jeden zweiten Tag. Könnte auch hinhauen. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Und ich spüre den Wind. Sehr, sehr heftiger Einstieg von Luna, muss ich wirklich sagen. Bei ihrer Stimme bekommt man direkt Gänsehaut, weil sie so viel Emotionen und so viel Gefühl in die Stimme legt. Dazu hat sie einen geraden Style. Adidas Pulli am Start, Cap am Start. Also ihr Song Verlierer, wie der hieß. Also habe ich mich auch sehr, sehr krass gefunden. War echt ein krasses Brett gewesen. Und die drei in der Kombination mit ihrer Stimme. Klar, der Refrain hat Katja gesungen in der Originalversion, aber hier ist definitiv Gänsehaut bei Lunas Stimme angesagt. Nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Und ich seh die Sonne spiegelt sich in der Schubach. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich war. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Es ist echt krass, dass ich so mitsingen kann, so ein bisschen. Also ich gönne Katja ihren Erfolg zu 100%, zu 100% und Elif auch. Und jetzt die Hook von Luna gesungen, mega nice, sehr gute Idee. Auch mit dem Piano, Live-Reaktion, Live-Session, gute Idee von den drei. Schon verrückt, was passiert ist, so war das nicht vor ein paar Jahren. Auch wenn's manchmal zu viel ist, nehm den Fuß nicht vom Gas. Handschuhfach ist voll mit 100.000 Bar. Das alles hat keinen Wert, seit sie sagen, Mama ist krank. Seit die Mama ist krank, muss ich wirklich sagen, bei dieser Line habe ich echt Gänsehaut bekommen, schon bei der ersten Live-Reaktion. Und muss wirklich sagen, live klingt ihre Stimme so klar und kraftvoll. Also, Dream Team, die drei, definitiv. Meine Träume wurden wahr mit der Zeit. Mein Ex-Freund schreibt mir, es tut ihm heute leid. Ja, auch sehr krass, dass Katja im Hintergrund singt und Tonlage tiefer, aber ergänzt sich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich weiß, du wärst so gerne dabei. Ich glaub, ich bleib lieber allein. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Und ich spüre den Wind, denn nur so. Ich kann halt leider nicht singen. Aber mich würde mal interessieren, wie findet ihr die Kombination zwischen den drei? Beziehungsweise, wie alt ist eigentlich Luna? Sieht da verdammt jung aus. Fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Und ich seh die Sonne spiegelt sich in der Schubach. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich war. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Ich hoffe natürlich auch, dass das Video drin bleibt und nicht gesperrt wird. Grüße gehen raus, Katja. Ich gönne euch euren Erfolg. Nummer 1 Hit. Immer noch krass zu beschreiben. Nummer 1 Hit. Das müsst ihr sich erstmal vorstellen. Nummer 1 Hit. Holy shit. Sie hassen mich und ich liebe es. Ohne Neid kein Erfolg. Jetzt wollen sie mich verbieten. Doch die Venues sind voll. Meine Brüder schauen von oben zu. Ich schwöre. Also bei der Leih mit den Brüdern alles auch Gänsehaut bekommen. Ihre beiden Brüder, also der Text berührt einen auf jeden Fall. Die Leihen killt alles. Ich mache euch stolz, erzähl mir nichts von Realness. Dieses Herz aus Gold. Alle meinten, dieser Hype geht vorbei. Alle meinten, der Hype geht vorbei, dachte ich auch wirklich. Aber mittlerweile ist es krass, ihre ganze Entwicklung ist sowas von dermaßen krass. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Props gehen raus. Das Album ging direkt auf die 1. So viele Zahlen auf dem Steuerbescheid. Ich glaub, das heißt, ich bin jetzt reich.
Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Und ich spüre den Wind, der nur so fühlt, dass ich alles, ob ich frei bin. Und ich sehe die Sonne. Also wo die drei gleichzeitig singen, und das hört sich alles sehr stimmig an und sehr emotional. Einfach ein krasses Feeling wird hier erschaffen. Und ich hoffe mal, dass von den drei in Zukunft noch öfter was zu hören sein wird. Und es spiegelt sich in der Schubar. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich war. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. So Leute, das war's mit dem Video. Ihr könnt mir gerne einen Daumen oben da lassen, kommentieren, abonnieren, würde mich sehr freuen. Da würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in den neuen Videos. Bis dort, macht's gut. Ciao.